Kapitel 12 Hiob erwiderte: Ja, ihr seid die rechten Leute, und mit euch stirbt die Weisheit aus. Auch ich habe Verstand wie ihr, ich stehe euch nicht nach, und wer wüsste das nicht? Dem eigenen Freund bin ich zum Spott, ich, der Gott anruft, dass er mich hört. Ja, der Gerechte, der Fromme, wird zum Spott. Dem Unglück Verachtung, denkt der Sichere, ein Stoß noch denen, deren Fuß schon wankt. Um die Zelte der Verwüster steht es gut. Die Gott reizen, leben sicher. Die meinen, sie hätten Gott in der Hand. Aber frag doch das Vieh, das wird es dich lehren. Die Vögel machen es dir bekannt. Rede zur Erde, sie schärft es dir ein. Die Fische im Meer erzählen es dir. Wer wüsste bei alledem nicht, dass Jahwes Hand es gemacht hat? Von seiner Macht hängt alles Leben ab und der Geist im Leib jedes Menschen. Soll nicht das Ohr die Worte prüfen, wie der Gaumen eine Speise schmeckt? Es heißt, bei Greisen ist die Weisheit, die Einsicht, die durch langes Leben kommt. Nein, bei ihm ist Weisheit und Macht, ihm gehören Einsicht und Rat. Was er abreißt, baut niemand wieder auf. Wen er einsperrt, dem öffnet keiner die Tür. Wenn er Gewässer hemmt, trocknen sie aus. Lässt er sie los, zerwühlen sie das Land. Bei ihm sind Einsicht und Macht. Ihm gehört, wer irrt und wer in die Irre führt. Ratgeber lässt er barfuß gehen, und Richter macht er zu Narren. Den Gurt von Königen löst er auf und gibt für ihre Lenden einen Schurz. Priester führt er entblößt hinweg, und alte Geschlechter bringt er zu Fall. Bewährten nimmt er die Sprache und Ältesten die Urteilskraft. Verachtung gießt er auf Edelleute aus. Starken löst er den Gürtel. Im Dunkel Verborgenes deckt er auf. Die Todesnacht bringt er ans Licht. Er lässt Völker wachsen und vergehen. Er breitet sie aus und rafft sie dann weg. Den Häuptern des Landes nimmt er das Herz, lässt sie irren in pfadloser Öde. Sie tappen im Dunkeln, ohne ein Licht. Er lässt sie wie Betrunkene taumeln.